Moin Moin, auf geht's, ab geht's hier mit einer schönen neuen Runde aus dem Landwirtschaftssimulator 19. Wir haben mal wieder einen wunderschönen neuen Mod am Start, den Lizard-Anhänger Toldi 14 mit 18.000 Litern. Im Leasing kostet das gute Stück 1.293 Euro. Im Gesamtkaufpreis haben wir hier 25.365 Euro. Ja, wir können einmal die Hauptfarbe wechseln. Wie man hier schon ganz gut sehen kann, ist das das Gestell unten. Da haben wir noch einmal blau und einmal schwarz zur Auswahl. Beide Farben können wir zum Nulltarif wählen, so wie wir gerade Lust und Laune haben. Das gleiche gilt dann auch für die Felgenfarben und Designfarben. Da ändert sich am Preis eigentlich nichts. Ja, bei den Felgen haben wir da einmal rot und einmal weiß im Angebot. Und bei den Designfarben haben wir dann einmal rot und einmal dunkel orange. Ja, dann können wir dann hier hinten noch quasi die Beschläge wechseln, welche Seite wir abkippen wollen. Das Ganze dann auch zum Nulltarif. Da muss man sich halt so ein bisschen überlegen, wie man am besten an seine Sachen rankommt. Ja, dann haben wir noch ja, die Reifen, die können wir hier noch tauschen. Wir haben jetzt die Taurus 1670 R20 drauf und dann können wir für 100 Euro dann die Pneumant, ich hoffe, dass es so richtig ausgesprochen ist. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Damit die 1670 R20 U27 für einen 100er mehr. Ja, und dann haben wir dann nochmal die 6070 R20 L60, auch jeweils dann 100. Ja, und dann sind wir auch wieder komplett durch. Ja, zu dem Ganzen gibt es dann noch einen schönen Dolly. Den haben wir hier hinten dann auch. Toldi 14 Dolly, so heißt das gute Stück. Ja, im Leasing dann 1000, wollte ich schon sagen, 132 Euro und einen Gesamtkaufpreis von 2.590. Ja, Felgenfarben können wir hier auch wieder wählen. Das Ganze natürlich wieder zum Nulltarif und die Hauptfarbe dann dementsprechend auch. Ja, reifenmäßig haben wir genau die gleichen Konfigurationen wie beim letzten auch und dann auch wieder 100 Euro mehr. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das gute Gerät einfach mal vor Ort an. Ja, wir stehen ja schon am Silo bereit. Wollen das Ganze hier mal beladen. Ihr seht schon, es gibt hinten rein, weil wir dann auch hinten ausgewählt hatten. Jetzt wählen wir quasi den vorderen. Und ja, dann könnten wir dann theoretisch gesehen auch da einladen. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt nicht einladen könnten. Ah, da ist er. Und da können wir einladen. Dann können wir quasi wieder so ein bisschen drunter fahren. Ist ein bisschen Fummelei ab und an. Aber es passt. So, dann lassen wir mal zum Abkippen fahren. Wir haben jetzt quasi die rechte Seite ausgewählt. Wir fahren jetzt quasi einmal hier so rund. Und dann werden wir das da mal reinkippen. Und dann läuft das schon. Und dann kann der ein oder andere, der die Halle hier schon mal so ein bisschen kennt, kann mir ja schon mal reinschreiben, wo sie denn her ist. So. Ja, wir wollen natürlich hier das Silo ein bisschen füllen. Wir haben jetzt vorne ausgewählt, wie wir sehen können. Das ist dann separat. Ja, funktioniert einfach sich sehr, sehr gut. Ups. Wir haben natürlich wieder alles. Ja, hallo. Danke. Alles davor gemacht, was noch geht. So, wir haben jetzt einmal vorne abgekippt. Wir können jetzt hinten noch nicht abkippen. Das heißt, wir mussten jetzt einmal warten, bis das Ganze hier quasi fertig wieder zusammengeklappt ist. Und jetzt können wir erst das andere Menü wählen. Ihr seht, das ist einfach jetzt hier nicht verfügbar. Man muss wirklich jetzt einmal die vordere Kammer oder einmal die hintere Kammer komplett leer kippen. Das muss wieder eingefahren sein und dann können wir erst wieder den nächsten Anhängerpunkt nehmen. Ihr seht, jetzt hat das gerade erst wieder freigegeben. Jetzt können wir auch wieder vorne auswählen. Und ja, so sieht's aus. So passt es eigentlich ganz gut. Den passenden LKW haben wir hier hinten ja schon stehen. Da gibt es auch noch die kleineren Hänger auch noch mal dazu.
Die haben wir ja schon mal vorgestellt. Ich denke mal, da brauchen wir nichts so weit zu sagen. Das Ganze können wir dann hier auch noch mal teilen. Stellen den guten Trecker hier mal an die Seite hier. Steigen wir in unseren alten LKW ein. Felgenfarben passen sogar auch noch. Wunderbar. So, da halten wir dann einmal nochmal was dran. Zack. Und dann passt das auch vom Design her wieder ganz gut. Ihr seht, hier ist das eine Kabel ein bisschen kurz geraten. Aber ansonsten passt es. Ja. Ja, der Anhänger ist an für sich recht gut verarbeitet. Hinten sieht man schon, die liegen laufen die ganzen Kabel. Hier, das haben wir ja auch schon alles Klappen gesehen und Walten gesehen. Das sieht alles ganz gut aus. Ja. Hier, die Kabel sind auch alle dran. Wie gesagt, das eine ist ein bisschen stramm. Ja. Aber ansonsten passt das Ganze ganz gut. Das Einzige ist halt, dass man nicht beides gleichzeitig abkippen kann. Das heißt dann wirklich Kammer 1 oder Kammer 2 abkippen. Dann fährt es erst wieder runter und dann kann man es wieder weitermachen. Ja, das gute Stück gibt es im Mod Hub zum Runterladen, genauso wie der LKW auch. Wird sogar schon vorgeschlagen quasi. Können ja da auch noch mal kurz reinschauen. Das ist der D754, der passt dann auch ganz gut dazu. Den kann man dann einmal als normalen LKW nehmen, so wie wir ihn jetzt haben. Und dann kann man ihn hier hinten noch dementsprechend umbauen. Da kann man dann auch sagen, wir machen vorne das Orange oder dann halt eine andere Farbe, so wie man es gerne möchte. Dazu gibt es dann auch noch Aufsätze, wenn man in der Form hier nimmt. Können wir auch noch mal kurz reinschauen. Da haben wir eigentlich das ganze Set so ein bisschen wieder zusammen. Da gibt es dann diesen Aufsatz hier. Ja, den muss man wohl mit dem Gabelstapler aufladen. Und ja, das passt eigentlich auch wieder ganz gut. Gibt es auch noch ein bisschen höher, wenn man das möchte. Mit Umbauten und und. Dazu gibt es dann auch noch den passenden Hänger. Das ist der hier. Der BP9. Das ist quasi der andere Hänger dann dazu. Da kann man hinten noch einen Zugmaul dran montieren und. Ja, das sind eigentlich die drei Mods, die man so in der Kombination dann runterladen kann. Alle drei dann im ModTub. Ja, ich würde sagen, ja, ist ein schönes Gerät. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und in diesem Sinne ab in die Rinne. Macht's gut. Reingehauen.